In gleicher Größe im Bein. Beingewicht von 15 Kilo. Hier ist ein Leichtgewicht am Start. Und da faucht sie dahin. Auf den Piloten heißt es hier mit Strahlantrieb umstellen. Die Reaktionen kommen verzögert. Die Turbine braucht Zeit, um hochzulaufen. Im Leerlauf dreht die Turbine ca. 50.000 Umdrehungen pro Minute. Bei Vollgas um die 200.000. Aber Vollgas kann er hier sowieso nicht fliegen. Einfach mal zu zeigen, was Modellbauer alles hinbekommen. Man sieht schön die ausgefahrenen Landeklappen, mit denen er die Geschwindigkeit noch weiter reduzieren kann. Ja, das ist der Unterschied zwischen letztem Jahr und dieses Jahr. Letztes Jahr mehr als Greisen haben sich da nicht getraut. Jetzt werden auch Achten geflogen, weil der Pilot eben dann doch mehr noch mit der Maschine vertraut ist. Aber in dem Anne kommt jetzt auch gleich zur Landung rein, weil in 5 Minuten sind dann die Helikopterpiloten am Start. Da wollen wir zumindest ein bisschen Zeit haben, noch ein bisschen zu lüften. Ja, butterweich aufgesetzt, besser geht's nicht. Vielen Dank, Christian Huber mit seinem Diamond. So, damit sind wir am Ende.